Guten Morgen. Ja. Wir haben Samstag, den, keine Ahnung, irgendwas, 26. oder sowas, 25. Ich weiß es nicht, auch egal. Jedenfalls Februar, Ende Februar. Und ich bin mal wieder im Wald, genau. Bin gerade angekommen, da hinter mir ist der Parkplatz. Und bin heute auf einer etwas größeren Tour. Wie man sieht hier, bisschen bepackter, Rucksack dabei, Taschengürtel und so. Und ja, man soll es nicht für möglich halten. Wir hatten heute Nacht einen Temperatursturz. Also wieder ein bisschen Schnee hier. Auch ganz nett. Dementsprechend ist der Matsch auch wieder überfroren. Aber es sollen ja heute wieder so um die 5, 6 Grad geben. Also aktuell habe ich geschaut, heute Morgen war es hier so circa minus 1 Grad. Soll wohl in der Nacht minus 4 Grad gehabt haben. Ja, aber ganz hervorragend. Ich bin schön früh hier, kurz nach 10. Ist ganz schön frisch an den Finger. Aber das gibt sich gleich. Warm angezogen bin ich auch. Also ich habe da schon mit einigen gerechnet. Falls mir doch noch kühl werden sollte, habe ich noch einen Pulli dabei. Also alles kein Problem. Ja. So ist das. Ja, hinter mir sieht man es gerade ganz schick, dass alles ein bisschen weiß ist. Gut, das fürs Erste. No? Na, ich bin jetzt schon eine ganze Weile gelaufen. Inzwischen ist auch die Sonne rausgekommen. Total schön. Und hier gibt es endlich mal ein paar Vögel. Das habe ich ja gestern da total vermisst. Da war es ruhig. Also ohne Tiergeräusche. Ich sehe die so rumflattern. Natürlich hört man auch eine Säge. Völlig klar. Ja, das mit der Sonne ist nicht so günstig. Naja. Jedenfalls. Das ist total schön. Endlich mal ein paar Tierstimmen hier zu hören. Ah, ist das total angenehm in der Sonne jetzt.
Das ging ja schnell. Ich zeig dir mal was. Moment. Da vorne am Wegesrand, da sehe ich ein Dach. Das ist wohl diese besagte Schutzhütte. Und Feuerstelle, sagt die Karte. Na, ich bin ja mal gespannt. Irgendwie mag ich an eine Feuerstelle gar nicht so richtig glauben. Also ich werde sehr überrascht sein und freudig erregt, wenn es denn wirklich so ist. Naja, man kann ja im Endeffekt nur froh sein, dass es überhaupt Schutzhütten hier in der Gegend gibt. Und ich bin ja nun jetzt in Nordrhein-Westfalen gelandet. Bei uns in Niedersachsen hast du keine Schutzhütten. Also ich kenne eine einzige, ja. Aber ansonsten hast du da keine Schutzhütten irgendwie so schon gar nicht auf der Karte eingezeichnet. Ich meine, vielleicht gibt es ja welche, aber die sind halt nicht verzeichnet, ne? Ja, außerdem finde ich es ja so witzig. Also ich bin jetzt ja hier auf demselben Gelände, auf demselben Berg, wo diese Militäranlage da ist. Und nur etwas weiter unterhalb davon. Oh, das sieht schön aus. Und das ist nun mal so, dass hier vorne am Parkplatz großes Schild steht, man soll die Wege nicht verlassen. Und weil hier so eine tolle Wildkatze lebt und bla bla bla, was alles passieren kann. Und dann wirklich, also völlig dumm, machen die hier fett Holz und sägen Bäume um und sind hier am Radau machen. Ganz gruselig. Aber schau mal da. Ich bin ja höchst entzückt. Das stimmt ja wirklich. Da ist also eine richtige Feuerstelle. Alter Finne. Mann, 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 Mann. Ja. Das ist ja mal extra klasse, wa? Da gehen wir jetzt gleich mal hin. Mal gucken. Dann hatten die von der Karte ja wirklich recht. Boah, das ist ja schön. Schutzhütte Tröngrund. Mensch, witzig.
Ruhe. Da liegt sogar noch Anmachholz. Ist das auch ein Ofen? Nee. Oder von außen? Sehr schick war. Was eine fette Hütte, ey. Da haben sie da einen dicken Kamin reingebaut. Oh. Kann man wohl nicht befeuern. Na egal, jedenfalls ist das ja richtig. Mensch, Mensch, Mensch. Eine Feuerstelle. Wie putzelig ist das denn? Naja. So, mit Blick darauf. Tja, ganz lustig. Eben gerade lief hier einer mit seinem Hund. Super, das mag ich. Aber was merkwürdig war, der lief also nur bis hier vorne und ist dann wieder zurück. Da kommt man sich so beobachtet vor.
Ich weiß nicht. Es ist ja schön hier. Ja, Feuerstelle auch toll. Finde ich echt klasse. Nur irgendwie. Ist mir das zu zivilisiert? Hört sich blöd an, ne? Ist aber so. Häuschen, toll. Tischchen, Bänkchen. Das ist zu viel. Merkwürdig. Mal sehen. Die ganze Zeit ein bisschen schief gewesen, ne? Ja, jetzt ist es zur anderen Seite schief. Na, ist auch egal. Jedenfalls ist mir das irgendwie ein bisschen alles zu viel. Nicht ursprünglich genug irgendwie. Weiß nicht. Ich meine, ja, absolut schön. Und also was mir nicht zusagt, dass sie direkt am Wegrand liegt. Die Feuerstelle, meine ich. Dann gibt mir natürlich das Segen ja tierisch auf den Keks. Aber gut, gehört dazu. Aber was soll's, man nimmt es halt, wie es kommt. Ne? Ich mache mir jetzt hier erstmal was zum Trinken, einen schönen Tee und dann schauen wir mal weiter. Also ich habe alles dabei, um ein Feuer zu entfachen. Das soll nicht das Ding sein, aber ich bin mir im Augenblick nicht so darüber im Klaren, ob ich das überhaupt machen soll. Kann man ja vielleicht mal für später ins Auge fassen. Ich habe ja auch Plane mit dabei. Könnte mir also ohne weiteres einen Unterstand bauen, aber fällt weg, ne? Wenn ich jetzt hier anfange, einen Unterstand zu bauen, dann kommt der Nächste mit seinem Hund. Was haben die denn da gemacht? Da ist doch noch raus. Oh. Warum sind sie hier? Oder weiß ich, irgendeine Scheiße. Naja. Wir nehmen es so, wie es kommt. Und so, wie es ist. Und so, wie es ist, ist jetzt mein Wasser gleich fertig. Ja. Das gehört übrigens hier zum das ist die Bundeswehrfeldflasche. Die habe ich mir gestern geleistet. Für 3 Euro. Kann man mitnehmen. Und ja. Weil ich auch Mittagessen dabei habe, weil ich eigentlich geplant habe, heute den ganzen Tag hier zu verbringen. Habe ich also auch ausreichend Wasser dabei. Und ja, habe Mittagessen hier dabei und so. Mal gucken. Aber ich habe keine Lust, hier den ganzen Tag auf diesem Platz hier abzuhängen.
Also wird es nachher nochmal weitergehen. Vielleicht kehre ich dann nochmal zurück oder so. Ich muss hier sowieso wieder vorbei. Naja, muss nicht. Kann auch anders rumlaufen, aber schauen wir mal. Ich kann nochmal hier vorbeikommen und dann hier nochmal Mittagessen oder so, ne? Ja. Jedenfalls steigt die Temperatur, die weißen Flocken hier, die ja überall gerade noch lagen, die schmelzen alle weg. Ja, und so geht es immer weiter. Ja, Wasser ist fertig. Also das mit dem Handtuch ist eine ganz wunderbare Idee, denn ich habe mir ansonsten ja mal die Finger daran verbrannt, wenn ich das da runtergenommen habe, und seitdem ich das Handtuch mit habe, ist die Sache erledigt. Man nimmt ja auch keinen großen Platz weg oder so, alles gut. Ja, trotz alledem ist es ja noch ein bisschen frisch. Und so freue ich mich jetzt auf den Tee hier. Tja, gucken wir mal. Also meine Sachen habe ich drin im Haus trocken gelagert. Na, sieht man da eventuell. Und so ist alles schön. Ja, ich habe ja hier immer diesen ganz wunderbaren weißen Tee mit Mango und Zitrone. Schmeckt mir am besten. Und er hat eine, also es darf nur 2 bis 3 Minuten ziehen. Und ich mag den auch genauso. Zack. Aber ich bin unzufrieden. Ich meine, ich habe mir jetzt auch hier, um nicht so nass zu werden, meine Unterlegsplane hier draufgelegt. Und da drauf halt noch das kleine Sitzkissen, das ist schon ganz angenehm, damit ich nicht keinen alten nassen Arsch kriege, wenn ich hier sitze. Ne? Naja. So. Sonne kommt wieder durch. Und ich mach das da jetzt erstmal aus. Alles gut.